Jeder Ferrari wird mit Sorgfalt gefertigt. Aber die allerbesten unter den Supersportwagen der Firma sind nur etwas für ausgewählte Eigentümer. Man muss dazu eingeladen werden, um überhaupt nur die Chance zum Kauf zu haben. Das Erbe der modernen Supersportwagen von Ferrari begann mit dem 288er GTO, einem überaus leistungsfähigen Boliden der Gruppe B. Sein Nachfolger, der Ferrari F40, setzte die Tradition eines straßenzugelassenen Rennwagens fort. Seitdem gehörten diese Ferraris mit Kohlefaserkonstruktion, keramischen Bremsen, WIP-Hebelschaltgetriebe und nicht zugelassenen Rennkonzepten wie aktiver Aerodynamik immer zur Elite der Automobiltechnologie. Der LaFerrari zum Beispiel bietet ein Antriebswellendesign zur Wiederverwertung kinetischer Energie, das neue Grenzen in Hinblick auf die Automobiltechnologie und Geschwindigkeit setzt.